Breit streuen ist Anlegerregel Nummer 1 auch im Jahre 2021. Und selbstverständlich gehören in ein gut diversifiziertes Portfolio auch europäische Aktien. Das ist unser Thema jetzt mit Vermögensverwalter Armin Glogger, Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Einen schönen guten Tag, Herr Glogger. Einen schönen guten Tag, Herr Franek. Ja, Europa ächzt unter der Corona-Pandemie. Die Wirtschaftsleistung ist in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen. Warum sollte man dennoch in diesem Jahr auf europäische Aktien setzen? Naja, dass man nur auf europäische Aktien setzt, ist sicherlich der falsche Weg. Klar war es in den letzten Monaten so, dass der US-amerikanische Markt deutlich stärker an Wertzuwachs generieren konnte wie die Aktien in Europa. Wichtig ist aber als Anleger, dass man europäische Aktien auf jeden Fall im Depot hat. Und hier sollte der Anleger darauf schauen, dass er hohe Qualität hat, Aktien mit einer sehr guten Bilanz, mit wenig Verschuldung und hohem Cashflow. Und dann kann er auch von den europäischen Aktien profitieren. Aber wie gesagt, der Anleger sollte diversifizieren, das heißt eine breite Streuung in das Depot bringen und nicht alles nur auf europäische Aktien setzen, sondern global investiert sein. Also auch da breit streuen, ganz klar. Aber wenn wir den Fokus mal auf Europa richten, Herr Glogger, welche Trends, welche Sektoren sollte man denn da ganz besonders aufmerksam anschauen? Ja, wie gesagt, also man sollte in Europa auf jeden Fall sich auf Aktien konzentrieren, die eine gute Bilanz haben. Da gibt es zum Beispiel auch in Deutschland ein großes Softwareunternehmen, das eine sehr gute Bilanz hat, oder auch Industriekonzerne wie hier in Deutschland. Wenn man die Unternehmen sich anschaut, ja, und da sich ja, konzentriert, die Bilanzen analysiert und dann mit ein wenig in das Depot investiert, mit einer Gewichtung von 2-3%, findet man dann schon einzelne Perlen in Europa. Wie gesagt, man soll nicht alles auf einen Nenner setzen, sondern man soll breit investieren und das eben in europäischen Werten ganz, ganz wichtig. Weil Fakt ist auch, dass es in Europa leider schlechtere Aktien gibt wie in den USA oder in anderen Teilen der Welt. Deswegen muss man hier ganz konzentriert und fokussiert die einzelnen Aktien analysieren. Ein Wort mehr zur Aktienauswahl. Da gibt es natürlich große Unternehmen, die wir kennen aus den großen Indizes wie DAX oder Stocks. Die sind etwas schwerfälliger unterwegs. Gerade in der Krise würde ich jetzt einfach mal behaupten, von meiner Seite aus, also können nicht so schnell auf Trends reagieren. Und dann gibt es die kleineren Firmen, die sogenannten Schnellboote, die durchaus auch für Pfeffer im Depot sorgen können. Wie strukturieren Sie hier Ihre Auswahl? Ja, hier ist es eben auch nochmal ganz wichtig, dass man die Bilanz der Unternehmen anschaut. Nehmen wir mal das Beispiel der Wasserstoffaktien. Hier gibt es eine Vielzahl von kleinen Unternehmen, die in Europa ja, an der Börse gelistet sind, die aber keine gute Bilanz haben. Diese Aktien schwanken enorm. Sie haben Tagungsschwankungen von 5-10% zum Teil. Wenn man beispielsweise eine Linde-Aktie nimmt, die auch im Wasserstoffbereich investiert ist, dann hat man viel weniger Schwankungsbreite. Das ist viel entspannter für den Anleger im Depot. Man kann viel besser und ruhiger schlafen. Fakt ist aber schon, dass Kleinunternehmen eine Chance haben auf viel höhere Rendite wie die großen Unternehmen in Europa. Aber sie haben auch die Gefahr, dass sie mehr schwanken und sprich mehr in den Keller gehen, wenn es mal zu Marktverwerfungen kommt. Und dies hat uns auch 2008 oder auch jetzt in Corona gezeigt, dass Kleinunternehmen viel mehr schwanken. Und da muss der Anleger sich die Augen zumachen, sich konzentrieren und sagen, möchte ich das oder investiere ich lieber in ein großes Unternehmen mit weniger Schwankungen, aber dafür eine solide Rendite-Chance-Gleichheit. Der Brexit ist derweil vollzogen. Großbritannien hat sich von der EU abgenabelt. Was bedeutet das für britische Aktien? Welche Einschätzung haben Sie hier aktuell? Momentan muss man sehr vorsichtig umgehen mit britischen Aktien. Der Brexit ist erst ja, 4-6 Wochen alt, also noch ganz frisch. Man muss schauen, wie sich die Unternehmen auf diese neue Situation einstellen. Ja, die britische Regierung wird auf jeden Fall versuchen, die Währung abzuwerten, um die Waren, die es in Großbritannien gibt, die in die EU oder in die Welt expandiert werden, billiger zu werden. Das ist sicherlich ein großer Faktor, dass es hier auf der Währungsseite etwas passieren kann. Wichtig ist aber für den Anleger, dass er jetzt nicht nervös wird, sondern nochmal in das Depot reinschaut und die britischen Aktien analysiert, ob sie auch global tätig sind. Denn wenn sie global tätig sind, können sie auch ja, ein schwächeres Großbritannien viel leichter ausgleichen.
Wenn wir schon über Europa reden, Herr Glogger, möchte ich abschließend auch den Euro nicht ganz unerwähnt lassen. Wie sehen Sie denn die aktuelle Bewertung der europäischen Gemeinschaftswährung, vor allen Dingen mit Blick auf den Dollar? Ja, hier haben wir momentan eine ganz spannende Situation. Beide Notenbanken auf beiden Seiten des Atlantik, also die EZB und die Fed, sind gerade gewillt, ja, die Währung schwach zu halten, um die Exportgüter günstig zu halten. Wir sind momentan bei einem Niveau von 1,20 Euro, was sicherlich so ein bisschen in der Mitte ist. Ja, wichtig ist aber für den Anleger, dass er auch wiederum Aktien hat, die global investiert sind, um Währungsschwankungen auszugleichen. Eine genaue Vorhersage ist momentan sehr, sehr schwierig im Währungsbereich, da viele Faktoren Einfluss nehmen, wie zum Beispiel politische Faktoren, geldpolitische Faktoren oder auch Wirtschaftsfaktoren. Ja, hier muss der Anleger aufpassen, dass er da nicht in die Falle tritt, sondern dass er in seinem Depot eine breite Streuung hat über verschiedene Länder und über die Aktien, in die er investiert ist, über verschiedene Länder kann er auch dann Währungsschwankungen ausgleichen. Europas Aktien gehören in jedes Depot. Selbstverständlich sollte man sich global umschauen nach Aktien, sagt Armin Glogger, Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Danke für das Gespräch. Danke auch.